Sag mir mal, wie geht's dir denn so, wenn du den ganzen Tag zu Hause rumsitzt? Stein. Oh, was hast du denn direkt für eine Frage? Naja, du, wir leben ja alle so ein bisschen im Zuhause jetzt so. Jeder ist irgendwie zu Hause. Und bei dir habe ich am meisten mitbekommen, dass du noch draußen Aktivitäten hattest. Ob du nun mit Memo irgendwo hingefahren bist, du fährst auch immer noch ein bisschen rum, aber es ist halt deutlich weniger. Ja gut, Digga, ich habe ein Haus gekauft, wo Renovierungsarbeiten stattfinden und so. Ich kann nicht den ganzen Tag, Digga, zu Hause sitzen und niemanden sehen. Ich habe eine Baustelle bei mir im Haus und da muss ich mich drum kümmern. Und das ist ja auch jetzt rein vom gesetzlichen Aspekt in Ordnung, ne? Hm. Ja, ja, klar. Aber ich bin natürlich mehr zu Hause. Aber jetzt den ganzen Tag nur vorm PC sitzen ist nicht meins. Also ich muss zumindest einmal so ein bisschen das Gefühl haben, mal frische Luft geatmet zu haben, ne? Mhm. Ob es jetzt alleine ist oder irgendwie mit Memo, whatever, bisschen unterwegs sein. Ja. Hast du mein Feedback zu deiner Haustour und zu deinem Zimmer gesehen oder soll ich es dir nochmal so persönlich sagen? Ja, ich habe mir das Video angeguckt, habe es gesehen. Ich weiß jetzt gar nicht, was da war. Aber ich glaube, also wie läuft's denn erstmal? Wie geht's voran? Es geht voran, aber schleppend. Ne? Danke an Corona an der Stelle, Lul. Man will irgendwann, ich guck mir mit meiner Innenarchitektin da irgendwelche Lampen an, sagt, die sind geil, und dann sind da irgendwie für eine normale Lampe 14 Wochen Lieferzeit. Entschuldigung? Ja, das ist der Digga, das ist. Du hast eine Innenarchitektin? Ich habe mir eine Innenarchitektin geholt, ja. Frage ist, was machst du mit der Küche? Bleibt die so oder wird die jetzt noch geändert? Die Hauptküche? Ja. Stimmt, warte mal. Welche Küche meine ich? Du meinst die Küche unten. Die Küche unten, da war irgendwas. Was war denn da nicht so cool? Die Arbeitsplatte wahrscheinlich, ne? Die Granitarbeitsplatte. Nee, das weiß ich nicht. Scheiße, ich kann mich nicht erinnern. Also machst du da noch irgendwas? Steht da was fest? Ja, ja. Okay. Kannst du sagen was? Die Arbeitsplatte mache ich neu in der Küche. Und das war, also in der unteren Küche mache ich nur die Arbeitsplatte neu. Okay. Und die vielleicht meinst du auch noch die Fliesen, ich weiß nicht. Die Fliesen aber dann wahrscheinlich nur im Bad, weil du hast da irgendwie so eine verschnörkelte Scheiße, ne? Nee, ich mach komplett die Fliesen unten. Oh, Gott sei fucking Dank, Alter. Ich hab mir schon gedacht, ich saß da und dachte mir, scheiße, die Fliesen. Weil die sind unten überall, ne? Ja, die mache ich neu, Digga. Oh. Also was heißt, die mache ich neu, aber also ich reiß die nicht raus. Da kommt Ausgleichsmasse rauf und PVC-Belag, ne? PVC? Ja. Ist PVC nicht so, ist das nicht so Linoleum, also, weiß ich auch, PVC oder irgendwas Gutes, Digga, habe ich vergessen. Ich habe so viel gesagt. Wahrscheinlich eher Parkett? Nee, Parkett geht nicht. Nein, nein, nein. Also ich glaube, PVC ist so ein PVC war doch so übelst der Billo-Kram. Weiß ich jetzt aber nicht. Ja, ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Neues Parkett geht nicht, weil das zu dick ist. Wenn wir jetzt Parkett angenommen, also erstmal Vinyl schreiben die Leute. Vinyl, genau, Vinyl war das. Polyvinyl. Okay. Genau, Vinyl. Oh, nice. Genau, Vinyl war das, nicht PVC. Was gibt's denn dafür, weißt du schon, was für Vinyl? Oder was das ist? Weiß dunklen. Warte mal, Polyvinyl. Boden. Habe ich jetzt aber auch Vinyl noch nicht gehört. Polyvinyl, Bilder. Ach, das sieht ja tatsächlich aus wie ein Holzboden dann. Aha, ja gut. Also, ja. Polyvinyl ist PVC? Nee. Das ist auch scheißegal, lass uns über was anderes. Auf jeden Fall wird da einiges gemacht, aber natürlich durch Corona zieht sich alles hin wie ein Kaugummi. Ne? Hm. Gibt es schon eine Zeit, also hast du eine Deadline oder sowas? Reden wir noch mal in 2-3 Monaten. Scheiße. Oh Gott, fies Batman. Ja, kannst du nichts machen, Digga. Ne? Ja. Steckst nicht drin in der Scheiße. Ja. Apropos drinstecken. Ich habe deinen Titten-Tweet gesehen.
Du hast aber schon mitgekommen, dass das erledigt ist, mehr oder weniger. Ne? Das gab vor anderthalb Stunden oder vor zwei Stunden oder heute Morgen auf jeden Fall, gab es dann einen Twitch-Bann. Ach so, ja, gab es was? Ja, ist jetzt durch. Aber die Frage ist, jeder weiß nicht, wie lange. Ich gehe davon aus, in 3 Tage. Ja, guter Promo-Move, würde ich sagen. Ne? Oh Gott. Denkst du wirklich? Also, nein, das weiß ich jetzt nicht, Digga. Aber, also erstmal, das allererste, muss ich sagen, sehr enttäuschend, Digga. Rein optisch gesehen. Aber vollkommen. Keiner sagt es, muss ich auch mal sagen. Wirklich. Da wird so viel mit dem Körper verarbeitet und so viel Content mit dem Körper und der Körper ist Content und dann so eine Enttäuschung? Are you kidding me? Also im ersten Moment habe ich gedacht, es war nicht ihre echte Titte. Weil, nee, du musst dir mal vorher nachher Bilder machen, Digga. Du musst dir mal Bilder von ihr auf Instagram angucken, was da für ein Push-Up und wie riesig die aussehen. Und auch wenn sie die Bewegung nach oben macht, ist der Foto, es ist mal wieder so, wie es auch leider in der heutigen Gesellschaft ist, mit vielen Frauen, wie die optisch aussehen auf Fotos und in der Realität. Hm. Wie ihre Dinger auf Fotos und whatever in Top aussehen, ist halt einfach so ein großer Unterschied zu dem, was ich dort gesehen habe, Digga. Ich muss sagen, da wird der ein oder andere Tier-3-Sub auch eine Enttäuschung gewesen. Also wird auch gesagt haben, ja, boah, das hat sich jetzt aber nicht gelohnt. Nee. Also das war enttäuschend. Das war enttäuschend. Na, also jetzt das abzustempeln mit, das war ein Promo-Move. Das ist jetzt eine Unterstellung, da hat man keine Beweise dafür. Deswegen würde ich auch sagen, nein. Keine Ahnung, Digga. Gehen wir mal von aus, es war nicht beabsichtigt, dann ist es ein, ja, ist es doof gelaufen, wollen wir es mal so sagen. Ne? Letztendlich in einer Woche spricht da sowieso niemand mehr drüber. So viel gab es da jetzt auch nicht zu sehen, Digga, also, ja. Ich muss auch sagen, in der Kombination, wie ihr Gesicht dazu aussah, fand ich das auch alles andere als geil. Oh ja, ich habe... Oh Gott, oh, fuck my life. Es ist auch. Ja, es war nicht geil. Es war nicht sexuell erregend, whatever. Nee, es war halt eher wirklich. Ich glaube, darum habe ich gefragt. Ich glaube, es war ein Versehen. Also, man kann schon sehen, oh mein Gott, no fucking way. Es gibt keine Mode dazu. Are you kidding me? Oh mein Gott, Karl, oh fucking no. Oh no. Nein. Wissen wir auch, auf was Karl steht. Oh no, oh no, in before copyright strike. Du kannst doch nicht von Illinity einen Emote geben, du wirst doch direkt weggestrikt. Das kommt doch, wenn die das rauskickt. Can we copy strike, can we claim Karl? Oh Gott, oh nein, aber guter Promo-Move. Das ist ein Promo-Move. Ich finde, sie hätte eigentlich bei anderen Sachen schon viel eher mal einen Bann bekommen sollen für ein paar Tage, whatever, als für das jetzt. Also, verstehe mich nicht falsch, ich finde, weiß nicht, kann man drüber streiten. Ich denke auch, dass es eher unabsichtlich war. Kann man drüber streiten, ob da ein Bann angebracht ist oder nicht. Ich denke, so wie die Twitch-Regeln sind, muss das irgendwie bestraft werden, auch wenn es nicht beabsichtigt war. Aber ich denke, es gab schon andere Situationen, wo es offensichtlich war, dass da was hätte passieren sollen und nichts passiert ist. Würdest du sagen, dass sie die meistgehasste Streamerin auf der Plattform ist? Dazu stecke ich nicht in der Szene weit genug drin, Digga. Das sind starke Worte, das sozusagen. Ich setze mich damit nicht auseinander. Aber wie soll ich sagen? Ich glaube... Also ich will jetzt mich nicht mit den ganzen Streamerinnen sympathisieren, aber du hast es auch als Frau sowieso schon relativ schwer auf Twitch. Und ich glaube auch als große Streamerin hast du es noch viel, viel schwerer. Und ich glaube schon, dass sie viele Hater hat, die darauf warten, dass sie einen Fehler macht. Aber man muss ja auch sagen, auch nicht zu Unrecht bei den Aktionen, die in der Vergangenheit passiert sind. Ne?
Also ich bleib dabei, so ich als tierlieber Mensch und denk mir einfach, what the fuck, Alter, du trinkst einen Schluck Wodka, mir scheißegal, ob du im Nachhinein sagst, das ist Wasser oder whatever, in dem Moment sieht, weiß jeder, das ist Wodka bei der Reaktion von der Katze. So, also, ja. Also, keine Ahnung. Meist gehasst, weiß ich nicht. Ich kenne mich da nicht gut genug mit aus, Digga. Wer jetzt da wirklich noch gehasst wird und wer nicht, aber... Gibt es eine Streamerin, die du richtig nice findest auf Basis des Contents? Würde dir eine einfallen? Vom Charakter jetzt oder von dem, was sie macht? Von dem, was sie macht, ja. Ja, doch, schon. Da gibt's 3, 4, 5 Stück, ja klar. Ja, dann baller raus. Ich bin immer noch auf der Suche nach, der Queen. Ja, da muss ich selber kurz gucken, wem ich folge. Ich kann mir die ganzen Namen immer nicht merken, Digga. Ach so, ja, das ist ja kein Problem. Aber wenn du, wenn du den Namen hast, ist ganz interessant. Ich habe gestern habe ich einen Stream gesehen von jemand, den ich ganz nice fand, bei Jasmo oder so hieß die. Das ist so eine, die spielt einfach Call of Duty. Die spielt seit 2017 Call of Duty. Die hat keine komischen Overlays. Ja, nur mal ganz, ganz kurz, was ich anmerken wollte. Lieber Autisten-Chat, Stay hatte mich gefragt, nicht euch. Ich verstehe nicht, warum ihr jetzt wie behinderte Idioten die ganze Zeit Namen reinspammt. Da kann ich schon wieder ausrasten. Ich distanziere mich von diesen Aussagen, möchte ich kurz sagen. Ich finde, mein Chat ist nicht autistisch. Ich finde, ihr habt keine Behinderung. Ich finde, ihr seid alle super. Twitch Prime ist kostenlos. So. Oh Gott. Oh mein Gott. Was willst du, du Opfer? Okay, oh Gott! Ich würde an der Stelle sagen, Big Mac, bei dir mal für 24 Stunden, Digga. Jalla, ciao. Vergessen einige, ich bin auch Mod. Bin auch Mod, Kollege Schnürschuh. So, dann schaue ich mal die Streamerliste durch mit den weiblichen Streamern. Oh Gott, oh mein Gott. Es gibt auch Streamerinnen, die ich früher geguckt habe, die ich jetzt nicht mehr schaue, aber denen ich noch folge. Einfach weil der Content dich nicht mehr so begeistert? Ja, ja. Oder weil die Cam anders ausgerichtet ist? Ja, weil die einen Freund haben, Digga. Oh Gott. Oh nein, ich sehe schon. Ich krieg nachher wieder einen Tweet, ey. Mit dem Clip genau von der Situation. Ja, wenn du ja, das sagst. Die wirst du wahrscheinlich nicht alle kennen. Also natürlich Regina feiere ich so. Wer ist denn Regina? Von Regina Hickst. Kennst du doch. Nochmal bitte. Regina. Hickst? Sag mir. Hickst. Keine Ahnung, wie der Nachname ausgesprochen wird oder whatever. H-I-X-T, Digga. Wer hat sowas? Ach so, Regina. Und die heißt Regina Hickst auf Twitch oder was? Ja, ja, genau, richtig. Regina Hickst. Regina Hickst. Also da kann man immer mal gerne reinschauen. Mhm. Dann, weil, die kennst du wahrscheinlich nicht. Anaya, die ist auch eine Streamerin, die spielt COD und chillt mal mit Carsten und whatever. Mhm. Und Adotrix, da gucke ich immer gerne rein. Auch ja. Honeypoo, ich weiß nicht, ob du die kennst. Nee, sag mir nichts. Honeypoo? Oh Gott, ja. Dass wir weiblich... Die streamt League of Legends, da bin ich jetzt nicht so drin in dem Ding. Aber wenn die so IRL-Content macht, whatever, da schaue ich auch gerne rein, immer mal wieder, Digga. Honeypoo. Mhm. Alright, das sagt mir ja auch gar nichts. Krass. Aber ansonsten so, weiß nicht, Digga, ansonsten so weibliche Streamerin. Honeypoo, League of Legends, wusste ich gar nicht. Monte, richtiger White Knight? Pff, Entschuldigung, bitte. Weiß nicht. Ich schaue schon mehr männliche Streams, klar, ne? Und natürlich auch, welche ich mir immer wieder sehr gerne reinschaue, ist ja, klar. Missy Rose, wie sie ihre Maps da anmalt, finde ich immer herrlich, Digga. Ach so, ich dachte, du meinst Milchbaum jetzt, ehrlich gesagt. Nee, Milchbaum kann mir auch gut geben. Ja. Ja. Mensch, immer wieder herrlich da reinzuschauen, wie sie dann sitzt. Missy Rose malt ihre Möpse an. Ich meine Missy Rose, die kennst du doch. Ja, nee. Wer ist denn? Wer ist das? Oder nicht? Oh, warte mal. Ich kenne die, sorry, ich habe mich gemutet. Nee, kenne ich nicht. Missy Rose heißt die. Ja, die ist Bunny Painterin. Und die, nein. Die malt sich an. Nicht, Digga. Ja, ja.
Ja gut, dann kann man rein. Harte Arbeit, sagst du das? Oh, du darfst Stream und harte Arbeit bei mir nicht sagen. Ey. Da bin ich auch mal, da habe ich eine sehr polarisierende Position zu. Aber, ja, ich habe auch mitbekommen, du bist mit Dings mit Annie Best Friend geworden, ne? Ich weiß gar nicht, warum das passiert ist. Also ich weiß nicht, wie das so schnell eskalieren konnte. Eigentlich ist sie ja eine total, sie ist ja eine von den, oder sowas, ne? Sie ist aber eine, also ich glaube, sie ist sogar eine von den Guten, wie man das im Influencer-Business sagen würde. Kann ich nicht einschätzen, ich kenne sie ja persönlich nicht. Ich weiß nur, dass wenn man bei ihr in den Chat schreibt, schöner Axelmann getimeoutet wird. Oh Gott, da bist du aber auch selber schuld. Also, du bist ja dafür verantwortlich, möchte ich ganz kurz sagen. Du bist dafür verantwortlich, ja, aber, dass das passiert. Ja, was stellt die sich so an, Alter? Was hat, ich weiß nicht, dafür getimeoutet zu werden. Na, ist auch egal. Naja, wenn du, also ich könnte das nachvollziehen, wenn es denn dann so, also wenn du was in deinem Stream sagst, vor, sagen wir mal, 24.000 bis 42.000 Leuten und du schreibst, yo, geile Achseln, dann kommen mindestens, also dann sind unter Umständen 1.000, wenn man zurückhaltend rechnet, die das aufnehmen und dann und da reingucken und dann sagen, boah, die hat aber wirklich schöne Achseln. Und alle wissen, was du meinst. Alle wissen es. Anni weiß es, der Viewer weiß es, ich weiß es, du weißt es. Alle ich wissen, worum es geht. Ich weiß nicht, was du mir da unterstellen willst, aber ich finde, sie hat schöne Achseln, Digga. Und das ist auch so, wie ich sage. Das hat keinen irgendwie anderen Hintergrund. Da brauchst du auch gar nicht so scheiße gucken, wie ich sage. Na klar. Das ist auch egal. Okay. Ja, aber auf jeden Fall bin ich da irgendwie auf so einer Liste. Also ich glaube, ich bin allgemein habe ich das Gefühl, ich komme an den Punkt, an dem ich Twitter-Content nicht mehr konsumieren kann, egal wo ich reingucke. Es gibt immer diesen einen Tweet, den ich nicht zugreifen kann. Also es gibt immer diesen einen Blog. Und da ist es halt so, weiß ich nicht, keine Ahnung, wie das passiert. Es ist halt einfach eskaliert. Es ist einfach eskaliert. Bist du auf Dings, Sascha, bist du im Stream heute darauf gekommen, dass ihr wieder über Stream-Arbeit geredet habt, wegen ihrem Tweet oder was? Ja, tatsächlich. Ja. Also ich fühle auch deine Aussage eigentlich, Digga, muss ich gestehen. Wie ist denn das für dich? Würdest du... Boah, nee, ich glaube, das ist nicht so einfach zu machen. Also ich will es nicht einfach sagen, weil das ist unfair irgendwie, aber... hast du... 15 Minuten, dann muss ich los. Bruder, du... Ist kein Problem. Würdest du, oder gibt es in den letzten 2 Monaten einen Punkt, an dem du dich dazu gezwungen hast, den Streamer zu machen? Ja, klar. Warum? Weil ich im Bett lag und gechillt habe und eine Serie geguckt habe und fast eingepennt bin. Ich mir gedacht habe, Bruder, jetzt Stream habe ich ja gar keinen Bock drauf gerade. Lieber im Bett liegen bleiben und chillen. Ja. Und dann habe man sich hochgerafft, Digga, so wie es auch, dann habe ich kurz einmal dran gedacht, du beschwerst dich jetzt, dass du streamen musst, weil du lieber chillen willst, aber überleg dir einfach mal, wenn du morgen um 7 Uhr aufstehen musst und auf den Baum musst. Und ja, und dann saßt du schon am Gaming-PC. Dann saß ich schon am PC, hab gestreamt, das war wieder ein sehr guter Stream, Digga. Ja. Ich glaube, das man ist genau... Man immer daran erinnern, dass, wenn man mal keine Lust hat auf Streamen, in was für einer glücklichen Situation man eigentlich ist, Digga. So mache ich das immer. Das ist vernünftig. Das ist, glaube ich, normal, dass man auch mal, weiß ich nicht, die Spiele, die aktuell draußen sind, schocken eigentlich so. Man hat auch keinen Bock, wieder 10 Stunden auf Videos zu reagieren. Klar hat man auch mal Tage, wo man keine Lust hat, in Anführungszeichen, jetzt den Stream anzumachen. So wie man auch vielleicht mal keine Lust hat, irgendwie von morgens um 7 bis nachmittags um 16 Uhr arbeiten zu gehen. Aber man darf immer nicht vergessen, was für eine gesegneten Situation man ist. Und dass man sich darüber beschwert, sich jetzt an den PC zu setzen und zu streamen. Also, der hat voll den Frosch im Hals, mal verfickte Kacke. So, jetzt aber. Ich glaube halt auch, das große Problem ist, Digga, wenn du einmal den Schlotrian reinkommen lässt und dir einmal selber erlaubst, oha, heute mache ich einen Tag Pause und stream nicht, dann ist das nächste Mal, wenn du keine Lust hast, dann auch die Hemmschwelle, den Stream wieder abzusagen, wesentlich geringer. Also man sollte nicht den Schlotrian reinkommen lassen, Streams abzusagen, weil man zu müde ist. Oder weil man ein bisschen erkältet ist oder so, weißt du? Ja, ich glaube, viele verstehen auch nicht, dass das
also das unabhängig davon, ob das nun, wie man das bezeichnet oder wie man das sieht, das wichtigste Disziplin ist. Ja, wie du gesagt hast. Also das Wichtigste ist, dass man durchhält so, weil ein Tag geil streamen und den nächsten Tag geil streamen ist nicht 7 Tage die Woche, 30 Tage im Monat oder 31 Tage im Monat, 365 Tage im Jahr zu streamen. Das ist ein deutlicher Unterschied. Und man wird dann relativ schnell merken, dass man selber ein Alleinstellungsmerkmal für sich selber suchen muss, damit man das durchziehen kann. Ansonsten bist du lost. Mhm. Ja, da bin ich bei dir, Digga. Also. Wie viele Streamer ich gesehen habe, die gesagt haben, yo, das ist easy money. Und die dann nach 2, 3, 4 Wochen auf einmal, ja, oh, 2 Tage, ja, heute gibt's keinen Stream und eine Woche später dann so mal wieder einen Stream machen und dann wieder eine Woche Pause, so. Das ist schon, das ist insane, wie viele Leute es da gibt. Also ich kann schon verstehen, dass, also ich finde es nicht verwerflich, wenn Leute sich eine Auszeit gönnen von dem ganzen Internet-Ding und sagen, ey, momentan das und das läuft verkehrt, ich brauche mal eine kleine Auszeit, um auch meine mentalen Akkus wieder aufzuladen, ist aber damit abzustempeln, zu sagen, oh, ich brauche eine Auszeit, weil ich bin so überarbeitet vom Stream, das fühle ich halt auch nicht, Digga, ne? Ich glaube, da geht es eher um die Bezeichnung, wie man das nach außen hinträgt, ja. Wenn man im Internet neu ist oder sowieso mit vielleicht negativer Stimmung im Internet nicht klarkommt und man irgendwie mental von irgendwas runtergezogen wird und man sich dann mal eine kleine Auszeit gönnt, das finde ich völlig verständlich. Also das ist okay, aber ich bin halt auch Stay, ich bin Team Stay. Oh Gott. Wer Streaming als harte Arbeit bezeichnet, sollte sich einfach löschen. Gut. Meine Meinung. Ich weiß nicht, ob das Team Stay ist. Oh Gott. Das ist, oh Gott. Aber ich finde gut, naja, nee, ist schon, ich weiß, was du zum Ausdruck bringen willst. Ich bin da auf deiner Seite, Digga. Ich fühle deinen Aspekt und lass mich auch nicht, und da bin ich halt auch wie du, nicht eines Besseren belehren, wenn mir jemand versuchen will zu verklickern, dass Stream doch so harte Arbeit ist, Digga. Ja, weil man sich selber zu einer harten Arbeit redet oft. Ich habe oft das Gefühl, die reden sich da rein. Also die reden sich so in dieses, oh, heute musste ich schon wieder 6 Stunden, heute musste ich schon wieder so. Du musstest gar nicht, du hast dich dazu entschieden und Gott sei Dank haben 2000 Leute dabei zugeguckt oder 1000 oder 500, I don't know. Naja, wenn du mit der Einstellung an den Stream rangehst, oh, ich muss heute wieder Stream Arbeit und dann muss ich ja jetzt wieder streamen, weil ich Geld verdienen will, dann solltest du dich einfach löschen, Digga, und Stream sein lassen, weil das nicht der Sinn hinter dem Streaming ist, Digga. Du solltest dich an den PC setzen und streamen, weil du Bock hast auf das, was da bevorsteht. Und der finanzielle Aspekt sollte natürlich, je größer du wärst, desto einfacher ist es, das so zu sagen. Ja. Aber du solltest den finanziellen Aspekt immer hinten anstellen, weißt? Also wenn ich den Stream anmache, klar, und ich bin auch in einer gesegneten Situation, dass ich gutes Geld verdiene auf mehreren Plattformen, aber du solltest deinen Stream nicht anmachen, weil du denkst, oh, ich muss jetzt Geld verdienen. Das ist halt, also ich würde einfach behaupten, dementsprechend sieht dann dein Stream auch aus. Ja, Digga. Es gibt aber auch Subgoal, whatever, und dann wird halt nicht das Lieblingsspiel gespielt, was du eigentlich spielen willst, weil du weißt, oh, da schauen mir nur 100 Leute zu, sondern es werden dann irgendwie auf Krampf 2 Stunden reacted. Aber du weißt, du hast eigentlich keinen Bock auf Reacten, aber ja, Reaction ziehen halt mehr Zuschauer. Das ist bei mir allerdings, also in einer abgewandelten Form auch so. Also bei mir sind deutlich mehr Zuschauer, wenn ich beispielsweise Talks habe oder einfach nur quatsche oder mit dir rede oder mit irgendwem rede oder selber mit mir rede oder mit dem Chat, dann habe ich halt deutlich mehr Zuschauer. Das ist ja klar, das habe ich bei mir auch, Digga. So. Das ist ja klar. Aber wenn du in 5 Minuten, Digga, keinen Bock mehr hast zu talken, dann machst du nicht auf Krampf noch 2 Stunden Talk, weil du denkst, oh, ich muss die Zuschauer halten, ich muss doch mal alle 5 Minuten Werbung schalten, sondern spielst du einfach das, worauf du Bock hast, Digga. Das stimmt. Und jetzt ist es egal, ob die Leute abhauen oder nicht. Ja, aber weil ich das auch nicht sehe. Also, nee, ich habe meine Zuschauerzahlen auch immer aus, also so ist es nicht, aber natürlich weiß man trotzdem, gerade wenn man lange auf Twitch oder längere Zeit einen Twitch-Kanal betreibt, dann weiß man, was zieht und was weniger zieht. Die Frage ist halt, machst du das, was zieht, auf Krampf, weil du auf Krampf
Cash verdienen willst und mehr Reichweite haben willst, oder machst du das, was dir Spaß macht? Mhm. Und das unterscheidet uns von vielen anderen Streamern oder einigen anderen Streamern, dass wir das machen, worauf man Bock hat, und nicht, dass man das macht, womit man am meisten Reichweite zieht, Digga. Mhm. Ja. Aber es ist immer leichter gesagt, also es ist aus unserer gesagt, Position aus super einfach genau, zu sagen. Genau so ist es, Digga. Wenn du ein kleiner Streamer bist mit 50, 100 Zuschauern, in Anführungszeichen kleiner Streamer, und du versuchst gerade dir was aufzubauen und hast deinen Job gekündigt, whatever, und du musst da auf Kampf deine Rechnung bezahlen, dann habe ich da wesentlich mehr Verständnis für, dass du vielleicht auch mal das machst, wo du nicht so viel Lust zu hast, aber wo du weißt, dass es besser läuft. Also, das ist ein schwieriges Thema, Digga. Mhm. Ich immer so schön sage. Da hat jemand im Chat eine Frage gestellt, du musst eh gleich los, aber die würde ich noch abarbeiten. Wie sieht das denn bei euch, Monte und dir, aus, wenn ihr Urlaub macht? Plant ihr das schon im Voraus oder wie Urlaub? Sowas habe ich noch nicht mitbekommen, dass man die Aussage tätigt, so Leute, ich bin im Urlaub, bin nicht zu erreichen. Du machst keinen Urlaub, oder? Ich habe fast 4 Jahre keinen Urlaub gemacht. Das kann ich toppen. Ich bin bei 9 oder so. Also ich mache... Dann ab auf Malle und dann ficken wir mal ordentlich rum, Digga. Nicht beide miteinander, sondern wir beide. Oh Gott. Nee, aber ich... Das steht aber genau in Verbindung mit dem, was wir gerade besprochen haben. Der Grund, warum ich keinen Bedarf habe, irgendwie Urlaub zu machen oder irgendwo hinzufahren, ist, why? Ich kann 2 Wochen einfach sagen, ich habe keinen Bock, irgendwas zu machen, kann rumliegen, rumdümpeln, könnte irgendwo hingehen. Ich muss mich nicht anmelden oder abmelden. Ich glaube, wir beide sind schon urlaubsüberfällig. Dadurch, dass wir aber so lange keinen Urlaub gemacht haben, man kann nicht etwas vermissen, was man nicht hatte. Oh ja, das ist auch interessant. Wenn man so lange nicht mehr im Urlaub war, dann vermisst man das auch gar nicht, weil man sich gar nicht mehr daran erinnern kann, wie schön es eigentlich war vom Ding her. Ja. So, du bist 9 Jahre nicht mehr im Urlaub gewesen. Du weißt es nicht mehr, du weißt nicht, wie es sich anfühlt, mehr im Urlaub zu fahren und am Strand zu liegen. Oder also, du weißt schon, wie es sich anfühlt, aber ich denke, also du weißt, was ich damit ausdrücke. Ja, ja, ja. Ich glaube, wenn du jetzt zum Beispiel dieses Jahr im Sommer einen fetten Urlaub gemacht hast für 2-3 Wochen. Safe call, würde ich sagen. Du hättest dir innerhalb des nächsten halben Jahres wieder Urlaub gebucht, ne? Das kann sein, habe ich nie dran gedacht, dass es vielleicht eher darum geht, dass du gar nicht mehr weißt, wie es sich anfühlt und deswegen nicht den Bedarf hast. Ja, du kannst nicht etwas vermissen, woran du dich halt nicht mehr erinnern kannst. So ist es halt, Digga, ne? Und ich habe mich mittlerweile auch, gut, bei uns du bist fast doppelt so lange nicht mehr im Urlaub gewesen wie ich. Oder sogar ein bisschen länger noch. Mhm. Aber ja, man schafft sich Ausgleichssituationen und auch, ja, ich glaube, das werden einige da draußen fühlen. Manchmal ist auch Urlaub für einen selber einfach mal eine Stunde mit den Hunden im Wald, mit niemandem reden. Niemanden reden ist immer Urlaub für mich. Mit niemandem reden und einfach mal eine Stunde im Wald spazieren gehen, ein bisschen Naturluft schnuppern und dann fühlt man sich auch gut, wenn man nach Hause kommt, ne? Ja. Keine Ahnung, es ist halt. Für mich wäre jetzt der perfekte Urlaub so einen richtig schönen geilen Döner, Alter. Oh. Hat bei euch Döner zu? Bro, nirgends. Ich bin. Alle ich, zu, oder was? Ich bin auf Entzug. Es geht nicht. Ich habe lange gesucht und dann zu. Nix. Bei uns hat alles auf. Bei uns hat Döner auf, Digga. Richtig geil mit angebrannten Pfannies. Hör auf, bitte nicht. Wir gehören sogar zur Familie. Wir dürfen uns sogar hinsetzen und drinnen essen. Oh Gott. Hättest du jetzt Bock auf so einen richtig saftigen, knaftigen Döner aber, ne? Oh, lass mich ruhig. Schön Chai davor und danach. Oh. Oh. Schön Döner-Teller mit Pommes. Oh, stay, ne? Regt sich was in der Hose? Stream ist zu Ende jetzt. Ja, weiß nicht, Digi. Weiß nicht. Also ich mach auch keinen Urlaub. Also ich find's aber interessant, dass du das gesagt hast. Vielleicht ist das deswegen. Vielleicht habe ich einfach nur keinen Bedarf, weil ich mich nicht daran erinnern kann. Oder weil ich allgemein denke, yo. Es ist halt kein Bestandteil in deinem Leben. Ja, absolut Urlaub. Nicht. Also spielt es keine Rolle in deinem Leben und man denkt gar nicht so richtig dran, ne? Ja. Aber ich glaube schon, also ich glaube, soll ich dir ehrlich was sagen, ich vermisse gar nicht das Gefühl, Urlaub zu machen, sondern weißt du, was ich jetzt gerade in dem Moment einfach gerne hätte und die das schon mal hatten, werden das fühlen.
Ich würde jetzt einfach gerne an beispielsweise Mallorca, Spanien, Griechenland, whatever. Ich würde jetzt einfach so gerne am Mittelmeer liegen, am Strand, nackt. Ich merke den Wind an meinen Eiern. Okay. Öfen am Rumkrächzen. Und einfach nur ein Nickerchen am Strand machen, Digga. Das muss ich wirklich sagen. Das ist das Einzige, was ich vermisse. Das Meer. Als solches. Also einfach ins Meer rein, ins Salzwasser tauchen. Und einfach, Digga, an nichts denken. Nicht reden. Boah, nicht denken kriege ich auch so hin, ehrlich gesagt. Ja. Aber ich weiß, was du meinst. Ich habe nicht dieses Verlangen. Es ist so eine coole Vorstellung, wenn man so darüber redet. Aber. Warst du schon mal am Meer? Also also nicht an der Nordsee, ist ja kein Meer. Aber du warst noch nie am Meer. Wo du jetzt von Spanien oder irgendwo Malediven sitzt, wo du einfach so einen unendlichen Ozean hast. Ich meine jetzt Mittelmeer. Sagen wir, Mittelmeer ist ja das nächste eigentlich von uns, von Deutschland. Ich in meiner Kindheit vielleicht. Aber nicht in einem rationalen Zustand, nachdem ich besonders mir viel Gedanken darüber. Also nie bewusst. Hast du aber echt was verpasst, Digga. Das muss ich dir wirklich sagen. Boah, ich weiß es nicht. Also kann sein, geil, aber. Stay, ich sag dir ehrlich, Digga. Am Meer zu chillen, also in Urlaub zu fliegen und 2 Wochen in Ferien. Sagen wir einfach mal als typisch deutscher Mallorca, Digga. Ein schönes Ferienhaus, Ferienwohnung Mallorca und den ganzen Tag nur am Strand chillen, Digga. Es gibt zum Beispiel, was ich aus meiner Jugend, Kindheit auch einfach vermisse, das werde ich nie wieder so haben, aber ich weiß auch, es gab nichts Geileres mit Opa raus aus Meer, schnorcheln, tauchen, eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde und dann aus dem Wasser kommen und du merkst schon, und das kennen viele auch aus dem Schwimmbad, Freibad, whatever, Schwimmen macht hungrig und du kommst aus dem Wasser raus und Oma wartet schon am Strand mit Handtuch auf dich, legt dir eins um und sagt zu dir, komm mein Junge, ich habe Brötchen geschmiert, ess erstmal was. Und dann dieses Hungergefühl nach dem Schwimmen. Oh. Ach, Digga. Wenn du noch nie am Mittelmeer warst oder allgemein am Strand, an einem richtig schönen Strand mit Sonne, dann musst du das machen, Stay. Das sage ich dir wirklich, dann hast du was verpasst, Digga. Ich glaube, du hast recht, wenn du sagst, dass es nice ist. Das ist etwas, was man erlebt haben muss, Digi. Aber ich fühle das, was du sagst, aber ich habe jetzt keinen großen, weißt du, ich bin nicht dieser, also ich habe jetzt ja, nicht diesen. Die Emotionen, die ich sage. Genau, du hast diese Emotion, du verbindest das damit und ich sage dann, okay, alright. Du hast aber keine Verbindung ich dazu. Ich habe keine emotionale Verbindung dazu, darum sehe ich das eher nüchtern. Das heißt nicht, dass es eine coole Vorstellung ist. Das heißt, du riechst das salzige Wasser und auf einmal ist dieser Flashback da. Weißt du, was ich rieche, Digga? Ich rieche Oma Stullen. Langes Ciabatta-Brot, ganz frisch, knackig. Und gar nicht viel drauf, sondern Oma hat einfach nur richtig fett Frischkäse raufgeschmiert, Digga. Aber es war das Leckerste. In dem Moment war es das leckerste Essen für immer. Also für das leckerste Essen, was ich jemals hatte, Digga, weil Oma da Liebe reingesteckt hat. Und ach, Digga. Einfach geiles Ciabatta-Brot, Digga, mit Frischkäse. Und dazu noch einen geschnittenen Apfel von Oma. Und dann sitzt du da am Meer, Digga. Die Sonne scheint dir auf den Buckel. Kommst gerade aus dem Wasser, Digga. Dir ist warm. Du riechst diese Meeresluft und du fühlst dich einfach wohl, Digga. Bruder, ich zieh mir kurz unterhalb an. Und dann schönen Köftespieß. Ey, das ist voll nice. Es gibt ja sicherlich, das habt ihr sicher auch hier Chat, ihr habt sicherlich so Gerüche oder so Momente, die einfach einen melancholischen Nostalgie-Kick bewirken. Das heißt, du riechst irgendwas, ist unabhängig davon was. Meistens sind das so allgemeine Sachen, so Regen, also dieser, wenn Rasen gemäht wird und es regnet, dann hat jeder irgendwo so einen Kick, wo er an irgendwas denkt, was insane ist. Und dann bist du da vollkommen drin. Oder. Ja, redest du gerade an, oder was? Ja, ich habe einfach mal den Vergleich gezogen, weil du hast ja diese. Du denkst ja bei dem Geruch an,
an einen Moment, der so krank mit dem Geruch verbunden ist, dass du dann da drin rumhängst. So. Und das hast du halt bei. Ich glaube, jeder hat ganz viele Sachen gespeichert in seinem Kopf, Gerüche, ja, die aber vielleicht auch 15 Jahre schon nicht mehr, also wie soll ich sagen, die 15 Jahre, ach, wie sagt man das? Also die noch, die abgespeichert sind, aber ja, man erinnert sich gar nicht dran, die sind irgendwo im Gehirn gespeichert und auf einmal hat man einen Geruch in der Nase und man verbindet damit was. Ich habe beispielsweise einen posttraumatischen Stresssyndrom-Geruch, nämlich von dem Parfüm einer meiner ersten Freundinnen. Wenn ich den rieche, stehe ich irgendwo im Wald wie ein Reh von einem Scheinwerfer, Alter. Das ist so richtig, wenn ich den rieche, und drehe ich mich wirklich um, legit, drehe ich mich wirklich um und gucke erstmal kurz, ob ich hier nicht gerade irgendwo, so, ich erwarte, dass ich eine Gabel in den Rücken kriege, so, ah, oder irgend sowas. Das ist crazy, das habe ich auch, also das habe ich. Kenne ich, Digga. Das holy ich von, holy Parfum, fuck. Ein Dings, von einem Parfum, für einen 600-Euro Parfum. Wenn ich das rieche, dann dreht sich mein Magen um. Gott. Das sage ich nämlich drauf, als ich eine Alte ohne Gummi gefickt habe. Bruder! Den ganzen Abend AIDS und Schwangerschaft gegoogelt habe. Oh, moin. Jesus fucking Christ. Das Parfum kann ich nie wieder aufmachen. Ganz lang AIDS gegoogelt, Digga, und Auswirkungen und alles, weil ich voll Panik hatte. Dr. Google. Ja, Bruder, das war auch das Schlimmste, was ich je machen konnte, das zu googeln, Digga. Aber egal. Aber das mit den Gerüchen, das kann ich schon nachvollziehen. Das ist sehr schnell eskaliert jetzt gerade. Ist ja wirklich schnell. Ich zum Beispiel habe auch so, vielleicht können das auch die älteren Zuschauer da draußen nachvollziehen, wenn man irgendwie so spazieren geht beispielsweise und man geht irgendwie durch eine Wohnsiedlung spazieren so. Sagen wir mal so, ja, es dämmert, sagen wir es mal so, gegen 18 Uhr und ihr geht spazieren und geht an Häusern vorbei und auf einmal aus dem Haus riecht es so richtig geil nach Essen. Mm. Der Geruch erinnert einen auf einmal so heftig daran, dieses Kindsein und früher ist man nach Hause gekommen und Mama hat Essen gemacht, dieses, es war das schönste Gefühl damals als Butschi. Man ist nach Hause gekommen und es hat nach Essen gerochen und du wusstest, hast den ganzen Tag gespielt, du warst kaputt, du wusstest, Mama hat lecker Essen gemacht und dieser Geruch, nach Hause zu kommen und Mama hat gekocht, Digga. Hm. Ja. Es ist, das kann ich nachvollziehen. Das kann ich nachvollziehen. Und zum Beispiel bei mir ist, wenn ich zu meinen, das kennen viele da draußen auch, wenn ich zu meinen Großeltern komme, allgemein der Geruch von zu Hause, von Oma und Opa, ist natürlich Wohlfühl, aber zum Beispiel Kellergeruch verbinde ich auch immer mit Wohlfühl, weil Keller, Oma und Opa haben einen Keller und immer wenn ich in den Keller gehe und diesen Kellergeruch, ach, es gibt so viele Gerüche, Digga, die, ach, Bruder, was ist los? Es gibt den guten und den schlechten Kellergeruch, muss ich aber sagen. Ja, den nassen, feuchten. Genau, den nassen, feuchten ist richtig eklig, aber dieser trockene, kalte. Beste. Aber da riecht auch jeder Keller gleich. Wenn du die trockene, kalte Luft hast. Ja. Ich hatte beispielsweise in den Kellerräumen, wo ich aufgewachsen bin, hatte der Nachbar von uns eine Modelleisenbahn. Mhm. Und der hat den ganzen Keller vollgebaut. Das war insane. Und immer wenn ich diesen Geruch habe, sehe ich diese Eisenbahn. Was verrückt ist. It's crazy. Ja. Aber das ist heftig und das mag ich auch. Deswegen lebe ich auch so gerne in der Vergangenheit von den Gedanken, Digga. Bist in Kellerräumen aufgewachsen, ja, in der Gruft, in der ich gelebt habe. Als ich aus meinem Sarg gestiegen bin. Oh, hier riecht es wie zu Hause. Ja, zum Beispiel auch ein Erlebnis mit Oma, das werde ich nie vergessen. Oma und ich sind, also wir sind immer, wenn wir spazieren waren oder so auf Mallorca, sind wir immer in Hotels gegangen und haben uns da einfach hingesetzt und haben so getan, als wenn wir in dem Hotel auch leben. Und haben dann manchmal irgendwelche Sachen umsonst abgestaubt oder haben uns einfach nur ein Eis gekauft und haben dann irgendwie 2 Stunden am Pool da gesessen in dem Hotel und sind baden gegangen in dem Pool und so, ne? Aber wir waren gar keine Gäste und das war immer, Oma hat zum Beispiel immer Schwarzwälder Kirschtorte gegessen, das weiß ich. Und ihr seid, warte mal, ihr seid in die Hotels gegangen und habt euch einfach an das Buffet gesetzt und so und abgechillt? Ja. Ja, nice.
Opa war ja immer geizig, Digga. Opa hat ja nie die dicken Hotels rausgesucht oder so, ne? Wir waren immer in, also wir, die meiste, also wir waren eigentlich, nee, wir waren immer in einem, in einer Ferienwohnung. Mhm. Da hatten wir auch Pool, so ist es nicht, aber es war eine Ferienwohnung in so einem Block. Habe ich auch mal im Stream mit Google Street View. Ah ja, habe ich gesehen, das kenne ich, ja, ja. Gezeigt, genau, und ich weiß nicht, und da haben wir uns immer an diese Hotels gesetzt und diese Schwarzwälder Kirschtorte zum Beispiel verbinde ich halt immer noch mit den guten Zeiten. Das heißt, wenn ich jetzt mal beim Bäcker bin und Oma Kuchen mitbringe, bringe ich ihr immer Schwarzwälder Kirschtorte mit. Ich habe das mit Wassermelone. Der Grund, warum die Wassermelone meine Lieblings-, also Wassermelone kann ich immer essen. Es gibt sie nicht immer, aber, also zumindest gibt sie nicht immer, also nicht immer die geilen, aber Wassermelone erinnert mich auch immer an meine Oma, die mir, als ich ganz, ganz klein war, immer Wassermelone gegeben hat. Ich habe den ganzen Sommer Wassermelone gefressen bei Oma. Und seitdem, Oma, also Wassermelone ist einfach, ich bin addicted. Wassermelone ist auch, also Wassermelone verbinde ich zum Beispiel mit Freibad. Freibad? Da verbinde ich eher Pommes mit Mayo mit. Oh ja, ja. Pommes Mayo ist so, also Chlor, wenn ich Chlor rieche und irgendwie so eine Frittenbude, suff, also dann ist, ob nun kurz nacheinander oder in unterschiedlichen Sachen, dann ist schon Freibad. Also da, aber da bin ich auch bei dir, auch allgemein der Geruch zum Beispiel von Freibad, Digga. Also es gibt auch so einen Kindheitsgeruch, warme Sommerluft, bisschen mit vermischt mit aber einer feuchten Luft halt auch Geruch, weil halt Chlor und so und Freibad und dann dieses Pommesfettgeruch, dieses Imbissgeruch. Oh, das habe ich auch geliebt, Digga, damals im Freibad und oh, da lagst du auf der Wiese und du hast dieses Essen gerochen, du hast richtig förmlich die geile Mayo auf den Pommes schon gerochen. Das war auch immer mega gemein, ich hatte nie Kohle dabei, ich habe dann immer Pommes geschnorrt, aber du warst so hungrig nach dem Scheiß Schwimmen und nach dem ins Wasser gehen, warst du immer so hungrig und ja, die Pommes haben halt fucking irre viel gekostet und dachtest so, scheiße, Alter. Niemals kannst du dir die Pommes holen, hast du dann immer irgendwo geschnorrt oder wir hatten zusammengelegt mit drei Leuten. Und hat jeder zwei Pommes gegessen. Geil. Ja, ja, ja. Oh, das ist auch krass. Das ist, ja. Mit Gerüchen kann man schon echt viel verbinden, Digga. So. Ja. Ich muss jetzt los. Jo. Ich muss jetzt zum Haus fahren. Mache. Hol jetzt noch kurz Kylo ab und chill mit ihm ein bisschen im Garten. Wie ist bei euch das Wetter oder bei dir? Ja, mäßig ist gut. Bewölkt ein bisschen heute. Ja, zieht ein bisschen rüber, ja. Gut, okay, alles klar. Ich wünsche euch einen angenehmen Stream. Müssen wir wieder öfters machen. Ein bisschen talken. Ja, kannst du einfach vorbeikommen oder schreiben. Ja, so machen wir es. Viel Spaß euch, Chat. Jo. Schönen Sonntag euch noch. Bis dann, ja, ciao. Ciao, ciao.